Auch, ja. Ja. Ich penetriere dich, aber so richtig. Ja. Ach ja, schön. Oh mein Gott. Oh mein freaking Gott. Das Ding gefällt mir nicht. Alter! Was haben die da für eine Waffe gebaut? Heilige. Heilige Kacke. The Clodin Wildwood is but a tender flower patch before the Marmota. Your Grace, a massive explosion was reported at the Citadel at Ghirlandio, sir. Our rear guard and Galia's primary force were both caught in the blast and obliterated. I see. And Selvaria has performed her duty. Now nothing remains to stay our hand. Continue the march to the Galleon capital. Viel Spaß, ja, danke schön. Danke. Danke, danke, danke. Bin mir nicht sicher, ob ich den haben werde. The Empire's ultimate weapon passed unhindered through the thick of Clodin's woods, said to be impenetrable to all but bird and beast, and continued its juggernaut march north towards the gates of Castle Randgreese. Leaving the former site of the Citadel at Ghirlandio behind, the militia raced to the capital's southern gates to intercept it. Everyone, we've received intelligence on the weapon coming through Clodin's forest. The report identifies it as one of their most tightly guarded development projects. It closely matches plans for a terrestrial dreadnought, Marmota. It's heavily armored and carries a host of large caliber cannons. A battleship on legs. Leave it to the imps. It's one ridiculous tank after the other from these people. Furthermore, it is likely that Maximilian is aboard the Marmota in person. Are you serious? How do you get there so quickly? Regardless, we need to stop that thing, or the capital will be in danger. Oh sure, just gotta stop it. It's a battleship, boss. How are we gonna stop it? Weiß ich noch nicht, aber irgendwas lassen wir uns schon einfallen. We'll be cooperating with the Randgreese Royal Guard in effecting Operation Maiden's Shield. Our job is to lure the Marmota into a canyon the guard has lined with mines. Beyond the mines, they'll be concentrating all of their firepower to stop it. Leading it into a minefield, huh? So we're the bait. Na, was sonst? Unfortunately, yes. With Galia's army vaporized, this plan is our only real option. Once they get out on open land, there's no stopping them. It has to happen in that gully. A land dreadnought. I still can't even imagine. Vulcan. Alicia, what's wrong? You look kind of down. It's nothing. I'm fine. Now let's go beat us up a battleship. Alicia. Das kann man ihr doch nicht glauben. Pilot, the
The Empire's dreadnought approaches at great speed. Thank you. The Royal Guard and militia were deployed in a tandem operation, but the outlook is grim. We understand. We shall join them on the field. Fetch here the royal armaments and tell the castle guard to assemble outside. Your Highness, where do you intend to go? I cannot idly sit atop a throne while the nation crumbles around me. It is the office of the Archduke's duty to fight for the safety of its people. Ah, yes, but that would be inconvenient, Highness. I ask you, make no foolish choices. Borg, what is the meaning of this? You are a precious bargaining chip, alive. It would not do to allow you to simply leave. Bargaining chip? You plan to sell our nation to the Empire then? Perish the thought, dear princess. Gallia is about to be reborn, a new child. As a glorious kingdom with me as its king. Ach ja, der liebe Premierminister. Diverting the Marmota. bestimmt. Oh boy, oh boy. We're about to commence Operation Maiden's Shield, together with the Rand Greaves Royal Guard. Okay, Squad 7, Squad 7, wird die Operation von dieser Position aus beginnen. Die Marmota wird vom Nordende des Gebietes aus, wird sich vom Nordende des Gebietes aus nähern. Und sich jeden Zug südwärts bewegen. Okay. Du wirst diese Route nehmen, im Versuch, ihren Pfad zu bestimmen. Deine Mission ist es, die Marmota zu diesem Punkt zu führen, wo die Royal Guard von Rand Greaves und ein Feld voller Minen wartet. Ich wiederhole. Dein Ziel ist es, die Marmota zu der benannten Position zu locken. Alles und jeder, der im der in seine Bahn fällt, wird sofort ausgelöscht. Du wirst keine Chance haben, einen Medic zu rufen. Okay. Hey. Plan deine Taktik vorsichtig. Ich weiß, du kannst das ohne irgendwelche Verluste schaffen, Lieutenant. Ich weiß ja nicht. Mortis costs not changed, weil kein da ist. Okay. Holy. Weiß halt leider absolut nicht, was hier auf mich warten wird, ne? Das ist gerade so ein bisschen mein Problem. So. Any enemy passed here means allowing them into the capital. That must be avoided at any cost. Good luck. Oh boy. Ich bin ja mal gespannt. We have to divert that monster away from the capital. Squad 7, move out!
That's it, huh? They weren't kidding with that battleship stuff. Remember, our mission's just to lead it along. Avoid combat where you can. And don't forget to keep your distance. Get run over by that thing and it's all over. So. Okay, da ist eine feindliche Trooper-Elite. Die will ich direkt mal ausschalten. Ach was? Okay. Do not harm my people. Sehr schön. Zweimal den Kopf getroffen. So wie es sein sollte. Perfekt. Okay. Steht Dragonite rum. Ich frag mich, was ich damit machen soll. Weil ich glaube nicht, dass es einfach nur so darum steht. Ich denke, das steht darum, weil ich es benutzen soll. Aber das wird das Spiel mir schon noch sagen. Macht's ja sonst auch immer. So wenig Gegner auf dem Weg. Naja. Ich habe leider keinerlei Ahnung, wie weit sich das Ding pro Runde bewegen wird. Aber ich hoffe nicht zu weit. So. Jo. Natürlich. Blöder Lancer. Lieutenant,
Explosives have been installed next to the gully walls. Detonate them with a gunshot. They'll cause a rock slide that may slow the enemy down. But won't the person setting them off also get caught in the rock slide? They're shock-sensitive time bombs. Once you arm them with a shot, there's still time. Shoot them, then pull out before they go off. Their range is wide, though, so be careful. Okay. Kein Problem. Entering combat. Dann wollen wir hier noch mal durch. Irgendwelche Stücke vor. Way ahead of you. Hier ebenfalls. Einfach weil, ja. Ey, Baum. Das finde ich ist immer eine gute Begründung. Sehe ich das richtig, dass hier ein Minenfeld ist? Shit. Ich habe absolut nichts, um die aus dem Weg zu räumen. Weil ich natürlich kein Ingenieur mitgenommen habe. Warum hätte ich das so machen sollen? Okay, das könnte blöd werden. Müssen wir sehen. Ich meine, Largo nimmt nicht viel Schaden durch Minen. Vielleicht kann ich das damit ein bisschen, bisschen umgehen. Aber wer weiß das schon? So. Just leave it to me. Alex, du darfst auch noch nach vorn. Genau da durch die Öffnung feuern. So. Okay. Gut. Dann rennen wir mit dir noch ein Stück vor, einfach weil du gerade am weitesten hinten stehst. Und den lassen wir uns für nächste Runde.